Servus, liebe Freunde. Hallihallo, herzlich willkommen zurück. Wir haben unsere Tannensetzlinge, drei Stück, also drei Paletten an der Zahl, haben wir dementsprechend schon mal zur Baustelle gebracht. Jetzt will ich gerade mal gucken, wie kann ich das mit dem kleinen Bagger machen. Den kann ich nur zum Firmengelände fahren, den kann ich aber nicht da hochbringen lassen. Das ist ein bisschen ungünstig. Jetzt haben wir folgende Option. Wir können das durch einen Helfer noch erledigen lassen, aber ich befürchte, der wird dann entsprechend die Tannensetzlinge auch, ja, leider dort irgendwie hintransportieren. So, jetzt ist die nächste Überlegung, wo können wir uns jetzt ein Fahrzeug herholen? Das eine wäre, wir haben hier nochmal den Baustoffhändler. Da könnten wir hindackeln und mit einem Stapler hochfahren. Das wollte ich eigentlich ja auch mal probieren. Zum Zweiten, der Stapler ist aber nicht verkehrstauglich. So, was haben wir hier noch? Absetzkipper, Firmengelände, kleiner Bagger. Ja, kleiner Bagger. Jetzt könnten wir was anderes probieren. Ich will mal auf den Absetzkipper gehen. Gucken, wie machen wir das am besten? Ach, das brauche ich ja da gar nicht drüber machen. Unsinn. Mal gucken, ob wir das vielleicht damit hinkriegen. Wir haben hier den Absetzkipper. Der hat doch meines Wissens nach genau auch eine Anhängerkupplung. Jetzt können wir nämlich mal testen, ob wir das vielleicht auch mit dem machen können. Dann brauchen wir nämlich nicht extra nochmal da hin und her doktern. Das wäre ja auch nochmal eine schöne Idee. So, einmal erstmal richtig anlenken. Und dann gucken wir mal, ob wir den hier zufällig auch ankuppeln können. Und wenn das erledigt ist, würde ich sagen, lassen wir dann den Helfer entsprechend ein bisschen was arbeiten. Und wir können uns dann nämlich mal ein bisschen in Richtung... So, mal gucken. Ah, Anhänger ankuppeln. Es geht also tatsächlich. Das ist sehr schön. So, Anhänger angekuppelt. Jetzt müssen wir aber den Stützfuß noch einfahren. Das ging mit Left, Shift und Q, genau. Denn wir müssen ja den Bagger da hoch transportieren. Also von dem Punkt ist das natürlich ein Vorteil, dass wir das über beide Fahrzeuge machen. Ich war ja am Anfang so ein bisschen fixiert drauf, dass wir das einfach nur... So, dass wir das einfach nur mit dem Absetzkipper nicht, sondern wo ist die Hilfe? Ja, Hilfe anzeigen, würde ich gerne. Ah, da ist es ja, genau. Sondern dass wir das auch mit dem hier machen können. So, jetzt müssen wir als erstes mal die Rampen ausfahren. Wunderbar. Ich finde das ja mit dieser Hilfefunktion eigentlich ganz gut gelöst. Denn so haben wir immer die Möglichkeit, dass wir nochmal notfalls nachgucken können, wie denn das mit der Tastenbelegung ist. So ein alter Mann wie ich kann sich das ja nicht immer wunderbar merken. So, hier steigen wir mal ein. Gehen wir gleich in den entsprechenden Betriebsmodus. Ich möchte nämlich hier auf alle Fälle das Ganze erstmal einklappen. So, damit wir den anständig fahren können. Jetzt fahren wir im normalen Fahrmodus. So, und dann werden wir den Knaben erstmal da aufsetzen. Ich würde sagen, wir machen das wieder rückwärts. Ich glaube, das ist auch eher so die richtige Richtung, mit der wir da arbeiten müssen. So, einmal darüber. So, und jetzt brauchen wir den Knaben ja eigentlich nur einmal richtig schick drehen und rückwärts draufsetzen, dann ist gut. Dann fahren wir den nämlich hoch, laden die Paletten entsprechend ab. So, ein bisschen zu weit, mein Freund. So, und das klappt jetzt wieder nicht so richtig. Komisch, immer mit einer Taste beim Rückwärtsfahren haut das nicht hin. So, dann fahren wir den jetzt mal hier drauf. Während dem Fahren geht das besser. Aber so aus dem Stand raus geht das wohl nur mit der Drehfunktion. Das heißt, dass man die Ketten gegeneinander laufen lässt. Aber ich denke mal, so ist das auch in Ordnung. Vielleicht noch ein bisschen rüber. So. Ja, steht nicht perfekt, aber ich glaube, so können wir das lassen. Dann steigen wir gleich wieder hier in unseren diesmal ja Absetzkipper. Ladung befestigen. Hallo? Kann ich den nochmal... Ne, kann ich den echt nur befestigen? Jetzt muss ich mal gerade gucken. Tatsächlich. Ah, sinnvoll, ne? Ja, sollte man ja auch machen. Mit Ketten das Gerät einfach mal sichern. Okay, habe ich jetzt so auch noch nicht dran gedacht. Alles klar. Ist aber schön, dass wir da schon mal dran gedacht haben. Das geht natürlich auch, weil der soll ja auch nicht irgendwo querbeet in der Gegend rumeiern. Von dem Punkt her ist das ein Riesenvorteil. So, und wir fahren den jetzt erstmal da hoch. Zur Baustelle. Oh, 300 Minuten geschuftet. Ja, das ist klasse. 25.000 Credits für 5 Stunden Spielen. Gab auch gleich eine Errungenschaft bei Steam. Ja, ist doch mal noch ein gutes, kleines Taschengeld nebenbei. Hat ja natürlich auch für uns den Vorteil... Oh, der kämpft aber ganz schön übel. So, und hier muss ich warten, aber der kann jetzt wahrscheinlich nicht abbiegen. Genau, der lässt mich jetzt wieder durch, weil ich hier halb auf der Gasse stehe. So, und wir haben die Verfolgerkamera wieder drin. Das ist auch gut.
So, also das heißt, auch die Erfolge bringen dann nochmal XP bzw. Geld. Hat natürlich einen riesen Vorteil. Wir können da auch noch sozusagen parallel ein bisschen was während unserem, ja, Erfahrung sammeln noch verdienen. So, und hier bergauf quält er sich aber extrem. Gucken, schafft er das überhaupt hier hoch? Oh, oh, 6 km/h. Bitte, mein Freund, nicht stehen bleiben. Komm. Ja, der hat zu wenig Leistung. Der zieht nicht wirklich jetzt hier hoch. Also da muss man auch ein bisschen aufgrund der Physik drauf achten. Klar, man kann ja nicht jeden Hänger mit jedem Fahrzeug ziehen. Oder man braucht einfach genug Schwung, um das Ganze hier zu nutzen. So, hier haben wir jetzt aber das Problem überwunden. Dann machen wir das auch ganz unkompliziert. Ich habe das ja beim Anfang immer ein bisschen umständlich gemacht, habt ihr ja auch festgestellt. Ich werde nämlich jetzt das Ganze so handeln. Ich werde sagen, okay, sobald er jetzt auf dem Bürgersteig halb ist, bleiben wir nämlich hier einfach stehen. So. Dann gucken wir mal, ob wir die Feststellbremse aktivieren können. Aber das zeigt er mir leider nirgendwo an. Wir machen aber gleich erstmal hinten die Rampe auf. So, dann steht der schon mal gut. Dann werden wir mal die Ladung entsichern. Gucken. Da, Ladung lösen, so, die Ketten weg, in den Bagger einsteigen. So, gehen auch gleich entsprechend hier mal runter. So, das heißt hier Ketten, halt, 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 richtig rum die Ketten, sonst macht das gleich ganz böse Aua. So, ich glaube, so ist das die etwas bessere Lösung. So, und dann einmal hier rüber Richtung Baustelle. Und dann kann man nämlich gleich hier die Tannensetzlinge mal runterholen. Ich glaube aber, ich stehe dazu wieder ein bisschen ungünstig. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht zu blöd gesetzt habe, aber ich denke mal, das kriegen wir so weit hin. So, ich stelle den, würde sagen, ein Stückchen weiter hier nach rechts. So ein bisschen rechts vom LKW. Da müsste man eigentlich an alles so weit rankommen. So müsste das, glaube ich, passen. Vielleicht noch ein Stück vor. So, ab in den Modus zum, ja, sozusagen bauen. Ist zwar jetzt kein direkter Baumodus, aber okay. So, und dann müssen wir auf alle Fälle gucken, dass wir die Schaufel, also den Löffel, komplett aufmachen. So, und bevor wir jetzt aber loslegen können, toll, nicht genug Platz zum Aussteigen, müssen wir dann doch nochmal ein Stück zurück, weil ich habe eins vergessen, Freunde. Genau, ich muss ja erstmal die Ladung lösen. So, also, das heißt, wenn die gesichert ist, können wir die natürlich nicht abladen. Das ist unsinnig. So, und dann fahren wir noch ein Stück vor wieder. So, jetzt sollte das passen. Dann einmal nach oben mit dem Arm. Löffel ist komplett ausgefahren. So, dann haben wir erstmal das Ganze hier. Wow. Ja. Das sieht nicht so toll aus. Müssen wir den erstmal vorsichtig etwas verlängern, da den Arm, dass wir das sauber aufnehmen können. So, jetzt passt das soweit. Ja, noch ein Stück hoch. Dass wir entsprechend besser drehen können. So, ich hoffe, ja, vom Drehen her klappt das ja wunderbar, vom Wendeplatz auch. So, und hier können wir das nämlich dann schön sauber abstellen. Genau, das hat er auch so akzeptiert. Okay, ja, dann die nächste. Das geht ja zum Glück jetzt etwas einfacher als das erste. Ne, nehmen wir erstmal hier die vordere weg. Ja, ich glaube, das ist dann sinnvoller. So, mal vorsichtig anheben. Okay, das war nicht ganz so perfekt, aber immerhin. Vielleicht ein Stückchen in die Richtung ziehen, das Ganze. Ja. Vielleicht sollten wir erstmal ein bisschen Platz schaffen. Halt, nach oben, nach oben, nach oben, mein Freund. Ah, das geht nicht weiter nach oben. Das ist jetzt ungünstig, weil hier sind wir ganz schön weit außen. Ha, halt, noch ein Stück hoch. Okay, die Tannensetzlinge sind wahrscheinlich jetzt schon so gefühlt in Aua. So, dann kommen wir jetzt noch ein bisschen hoch. Ja, wunderbar. Dann gehen wir so rum. Ist, glaube ich, gesünder, auch für die Setzlinge. Haben auch mal eine schöne 3D-Ansicht, wie das Ganze befestigt ist. Ja, klasse. Genau jetzt, wo ich das zeigen will, schwenkt das weg. Das haben die da unten drin wohl, ja, festgemacht. Also ein richtiger Haken in dem Sinn gibt es da anscheinend nicht. Ja, wenn wir den hier mal, würde ich sagen, hier in die Richtung platzieren. Ob wir das da unten sauber abgestellt kriegen. Aber das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Noch ein Stück hoch, dass der sich auspendeln kann. So, und jetzt einfach runter damit. Genau, oh, wunderbar. Wir haben die nächste Fuhre erledigt. So, jetzt nur noch den dritten.
Den können wir, denke ich, mal vorne rumschwenken lassen. Den haben wir auch schon am Haken. Oh. Okay, den werden wir mal so ein bisschen hochziehen. Okidoki, das passt. Gucken, wie weit kommen wir hoch. Auch gut, dann können wir ihn, glaube ich, ja, wunderbar so schwenken. Perfekt. Da ist natürlich auch schön, dass man echt drauf achten muss, weil der auch ein bisschen nachschwenkt. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir den hier noch sauber platzieren. Okay, das ist Hilfe. Erledigt. Gut, und deswegen haben die auch nicht jetzt automatisch geschrieben, dass das ja, erledigt ist, von wegen dem Bagger dorthin fahren. Weil, ausch. So, ich wollte den eigentlich nur zusammenklappen, ein Stück rüber in den Fahrmodus und dann gib ihm, dass wir das dann gleich wieder entsprechend hier einklappen können. Denn jetzt heißt, wir sollen den Bagger hinbringen. Das ist natürlich dann auch ein bisschen blöd. Ja, das heißt, wir fahren das jetzt erstmal weg. Ich würde sagen, lassen den Helfer jetzt ein bisschen weitermachen. Wir sind ja so weit jetzt hier dabei, dass wir den ersten Arbeitsschritt erledigt haben. Gucken nochmal kurz in die aktiven Aufgaben. So, jetzt kommt nämlich... Ah ne, Bagger zur Baustelle ist auch schon erledigt. Gut, und jetzt würde ich sagen, lassen wir den Helfer das machen. Das braucht 1 Minute 43. Dann soll der sich darum kümmern. Ich möchte nämlich mir jetzt was anderes angucken. Nämlich hier drüben gibt es irgendwo... wo war es denn? Den Fahrzeughändler. So, und warum kann ich jetzt da... Da möchte ich hin. Genau. So, jetzt will ich nämlich noch was anderes ausprobieren. Nämlich, wir haben jetzt hier die Route. Jetzt ist die Frage, kann ich da auch querfeld einlaufen? Das möchte ich nämlich auch mal herausfinden. Zu Fuß gehen ja Möglichkeiten, die man im Auto nicht hat. So, da bleibe ich erstmal gezielt hängen. Ja, das geht also. Okay, dann machen wir uns mal... Jawohl, spring mal todesmutig den Hang hinunter. Dann werden wir uns nämlich jetzt mal so, halt, Achtung, 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 schnell, Auto kommt, so. Werden wir uns nämlich mal hier in die Richtung orientieren, mal gucken, ob ich da irgendwie schnell durchlaufen kann. Ich weiß, auch das ist nicht unbedingt nach den Verkehrsregeln, aber, hallo, nicht Strommast hängen bleiben. Ja, das Laufen ist auch so ein bisschen seltsam. Aber wie gesagt, ich möchte einfach mal probieren, so, vielleicht genau da entlang, mal in Richtung des Händlers zu laufen. Mal gucken, ob das überhaupt möglich ist. Oder ob wir da ein Problem kriegen würden. So, der ist weg. Das ist perfekt. Ja, wunderbar. Gibt es da einen Fußweg durch den Tunnel? Ansonsten haben wir gleich ein dezentes Problem. Nö, wir können da tatsächlich hinlaufen. Okay, dauert aber allerdings ein bisschen länger. Naja, gut. Dann schauen wir uns das mal zu Fuß an. Wie gesagt, der Kollege hat ja genug zu tun. Bisschen Bewegung ist ja auch mal nicht schlecht. Und ja, wir können hier tatsächlich durch den Tunnel laufen. Das ist ja mal schick. Mal gespannt, wie lange wir brauchen, bis wir jetzt beim Händler sind. In der Zeit, wie gesagt, macht unser ja, Angestellter entsprechend die Arbeit ein bisschen weiter, weil ich möchte nämlich gerne, ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge mich auf alle Fälle mal den Fahrzeugen widmen. Mal gucken, was wir da entsprechend ja, kaufen können, was zur Verfügung steht, wie die Preise denn so sind. Und ja, dann natürlich auch wieder so die übliche Frage. Okay, das ist erledigt. Das heißt, wir kümmern uns mal darum, dass der nächste Auftrag erledigt wird. Mal gucken, was haben wir jetzt als nächstes zu tun. Genau, einmal bitte den Helfer 1,45 bringt auch wieder Kohle. So, und ich spawne wenigstens an derselben Stelle wieder. Das ist gut. Nicht, dass ich da auf einmal irgendwo im Arsch der Welt rauskomme. Oh, und ich glaube, dafür wäre es gut, wenn wir uns irgendwie ein kleines Fahrzeug kaufen, dass wir dann ganz einfach hier den Weg nicht laufen müssen. Denn, ja, unser Angestellter braucht die Fahrzeuge und wir bräuchten auf alle Fälle irgendein Gerät, mit dem wir uns dann mal von A nach B bewegen können. Weil das Problem ist, ich kann, glaube ich, den Händler auch so direkt gar nicht anwählen. Wir gucken mal kurz auf der Karte, wo wir sind. Ach du Scheiße, da haben wir noch ein ganz schönes Stück Weg vor uns. Da ist der Händler. Den kann ich aber auch nicht direkt anwählen. Das ist ungünstig. Ja, da muss man wohl echt dann laufen. Das ist ein bisschen ungünstig gemacht. Finde ich blöd. Bin schon am Überlegen, ob wir das vielleicht dann nicht etwas anders machen, dass ich da sozusagen schon mal hinlaufe. Weil das wird, glaube ich, noch ein ganz schöner langer Weg sein, bis wir da ankommen. Was mich auch ein bisschen stört, ist, dass man die Minimap nicht rein- oder rauszoomen kann. Das hätte ich auch ganz gern vielleicht noch gehabt, dass man das kann, aber ich habe es schon mit Plus und Minus und allen möglichen probiert. Die Minimap zeigt ja wohl entsprechend. Ja, vielleicht der Geschwindigkeit an, keine Ahnung, aber zumindest kann man sie so manuell nicht beeinflussen. Ja, und wir rennen durch den Tunnel. So, da hinten ist der Tunnel gleich fertig, denke ich mal. Da wird es schon ein bisschen heller. Dann dürften wir, glaube ich, den weitesten Weg hinter uns haben. Jawohl, das sieht gut aus.
Werden wir mal gucken, wo wir da rauskommen und wie viel wir dann entsprechend noch vor uns haben. Ist das nicht? Ja gut, aber wenigstens verdient unser Angestellter in der Zeit noch ein bisschen Kohle. Die Sache ist natürlich die, wir müssen ja auch selbst noch ein paar Aufträge erledigen, weil das gibt keine XP, wenn das der entsprechend unser Angestellter macht. Das ist ein bisschen ungünstig von dem Punkt her. Oh, ha, wir haben einen neuen Erfolg. 100.000 mit Bauaufträgen verdient. Gibt 1.000 Erfahrungspunkte. Und das bringt uns ein Level weiter. Oh, wir machen ja doch noch Erfahrung. Ist das nicht cool? So. Okidoki. Nochmal ein kurzer Blick auf die Map. Ja, wir sind fast bald demnächst irgendwann dann da. Ja, wir müssen nur noch ein bisschen laufen. Mal gucken, kommen wir hier den Berg hoch? Ja, das ist nur eingeschränkt möglich, also klappt auch nicht so wirklich. Oder der kommt mit der Steigung nicht klar. Ist ein Bauarbeiter, ist vielleicht diese Steigung so nicht gewohnt. Als reiner Fahrer zum Beispiel will er jetzt keinen diskriminieren oder sowas. Oder es ist einfach nicht getriggert, dass man da hochlaufen kann. Also hier geht's. Da können wir ja ein bisschen durch die Natur stapfen. Und ich würde sagen, wir werden das entsprechend ja einmal jetzt durchziehen. Oh, hier tut er sich schon wieder schwer, der Freund. Ja, bringt aber auch nicht viel. Aber wir sollten, glaube ich, jetzt bald auch am Ziel sein. Hoffe ich zumindestens. War also keine super Idee. Wir sollten also, wenn, dann auf alle Fälle gucken, dass wir ein Fahrzeug kriegen, mit dem wir uns, ja, sagen wir, auch ohne Baumaschinen durch die Gegend bewegen können. Das wäre, glaube ich, ein riesiger Vorteil. Ne? Wer läuft denn heute, auch wenn er irgendwo zum Händler will oder so, zu Fuß noch? Also, der hat dann ein Moped, ein Fahrrad oder ein kleines Autochen oder sowas. Aber das ist natürlich heftig, hier zu Fuß zu rennen. Dachte, das ging etwas schneller. Tja, der lange Fußweg soll aber auch bald belohnt werden, denn ich denke mal, wir müssten auch bald dort sein. Gucken nochmal schnell auf die Karte. Naja, viel ist es nicht mehr. Wir sind fast in der Stadt. Ich kann aber auch mich nicht zum Bahnhof bringen lassen oder sonst was. Ich kann höchstens mal gucken. Da kann ich nur zu den Fahrzeugen. Ah, toll. Da kann ich also weiter. Ja, das hätten wir uns jetzt sparen können. Ich gehe mal zum Bahnhof in der Stadt für 16 € 16 Credits mit dem Taxi. Das ist natürlich doppelt gut, weil jetzt bin ich natürlich schon fast da. Also das hätte ich auch einfacher haben können. Wunderbar. Für alle, die sich jetzt schon gefreut haben, warum ich Trottel das nicht gleich gemacht habe. Also, es gibt ja die Taxifunktion. Das hat er ja auch irgendwie am Anfang schon so erwähnt, dass man da dementsprechend hin kann. So, jetzt muss ich mal gucken, wo wir hin müssen. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg, alles klar. Frag mich nur, warum der uns so umständlich lotst. Das scheint wohl echt nur ein reines Autonavi zu sein. Aber ich denke mal, so kriegen wir den Weg dann doch besser hin. Und sobald wir das jetzt erreicht haben, ich weiß, es wurde heute ein bisschen länger, werden wir uns in der nächsten Folge natürlich weiter an unserem Auftrag beschäftigen, beziehungsweise werden den Helfer beschäftigen. So, ist es gelb, bleibt ihr stehen, das ist schön. Ich habe zwar keine Ampel, aber ich laufe dann trotzdem mal. So, und wir müssen jetzt hier hinter. Da hinten scheint der Händler zu sein. Wir haben es gleich geschafft, Freunde. Das sieht ziemlich nach Händler aus. Da stehen mehrere, ja, Karosserien, Cockpits rum. Und, oh, wenn ich das richtig sehe, haben die sogar mein Lieblingsdach, nämlich Solar. Schön. So, ja, also die Tortur tue ich mir nicht mehr an. Jeder Ort, der entdeckt worden ist, der kann also auch entsprechend dann mit Taxi angefahren werden. Kostet aber Kohle, muss also nicht unbedingt sein. Aber wenn wir ein neues Fahrzeug kaufen, jetzt den Ort einmal entdeckt haben, denke ich mal, ist das in Ordnung. So, und ich glaube, das dürfte hier der Händler sein. Wir spulen mal ganz dezent hier über die Ampel drüber, die gar nicht da ist. Okay, den haben wir weg. Der ist da. Passt doch. So. Und hier links, hier, das sieht aus wie ein Händler. Oder? Nee, das ist doch. Doch, das ist der Fahrzeughändler. Kommen wir jetzt auch irgendwie hier rein oder müssen wir noch einmal um den Block laufen? Da gibt es sogar große Kräne und alles. Wow, also ich glaube, da geht es jetzt langsam richtig rund. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, das alles zu entdecken. Gibt es hier auch einen Eingang? Da kann man hier irgendwie einfach drüber springen. Nee, an der Wand komme ich nicht hoch. Schade. Ei, 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 ei. Große Kippe haben wir hier. Wow. Also da bin ich echt gespannt, was uns hier erwartet. Und sind das jetzt Parkplätze oder sind die auch zum Verkauf? Nee, ich glaube, das sind Parkplätze. So, gucken wir mal, ob wir jetzt hier endlich irgendwo. Da ist er, der Eingang. Ja, wunderbar. Wunderschön. Wir sind beim Händler angekommen.
Ort entdeckt, Fahrzeughändler in der Stadt. Dort hast du die Möglichkeit, deinen Fuhrpark zu erweitern. Neben einer breiten Palette an Baufahrzeugen von Liebherr und MAN bietet der Händler außerdem auch Importfahrzeuge anderer Hersteller, Mods, haha, alles klar. Natürlich musst du das nötige Kleingeld verfügen, um die Fahrzeuge zu kaufen. Nachdem du ein Fahrzeug gekauft hast, hast du die Gelegenheit, deren Funktion auf einem Testgelände auszuprobieren. Ja, und das machen wir in der nächsten Folge. Ich gehe hier jetzt nur mal von der Einfahrt weg, sonst kriege ich vielleicht gleich noch die Hucke voll. Ansonsten, ja, ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Ich sage schon mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, Servus und Tschüss.